wenn etwas auf die 5... ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Iss ruhig. Iss ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Kann ich das essen? Sie schimmert leicht im Dunkeln. So. Jetzt habe ich hier einen Stock. Kann ich mit dem Stock was machen? Etwas auf die 5 brennt. Dieses Rätsel zu lösen, wird ein Zuckerschlecken. Ich brauche kein Licht auf. Hey! Hä? Upsi. Wenn etwas auf 5... Wofür brauche ich denn diesen Haken? Hier oben ist nichts mehr. Doch, hier die Tasche, aber da komme ich nicht dran. Wofür gibt's denn hier eine Ölklappe? Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Ich brauche keine Uhr. Ich erledige eh alles auf den letzten Drücker. Kann ich die Scheibe irgendwie? Kann ich hier was von nehmen von der Scheibe? Lampenschirm. Geht nicht. Zeit. Doch, das geht mit dem Haken. So, und jetzt mit der Flagge. Haha, zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Ach, das Öl. Da oben ist so eine Ölklappe gewesen, ne? Noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Und jetzt? Und jetzt ziehe ich das an. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Also, Dunkelheit. Hier hinten ist es dunkel. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. So. Das wird noch cooler als... Halt! Wer da? Ich bin es nur, Kletes. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Ha. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Wie soll ich die denn holen? Kann ich die mit der Lampe anleuchten? Die keinen Strom hat. Das ist nicht Gold. Mein Fehler.
Finger weg! Verdammt! Nee, ich nicht gehört. Das ist mein Fehler. Das ist nicht mein Fehler. Eine Stange mit einem Haken am Ende. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist nicht mein Fehler. Wie kriege ich denn bitte schön hier diese Tasche? Finger weg, verdammt! In Elysium werde ich diesen... Ist nicht Gold, ja. Der gute Fisch, den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha, da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken ab. Süß. Licht abdunkeln. Klites Kostüm basteln. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Was für eine Schönheit. Stark, robust. Ach ja, in diese Tasche komme ich nicht ran. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Mann, ich hasse es, wenn man nicht weiß, wie man weiterkommt. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Halt! Wer da? Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Ach ja, bin gleich zurück. Wo krieg ich denn so eine Kack Kassette her? Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird... Los! Sei nützlich, stures Ding. Boah, ey. Ich habe hier einen Stab. Taschenlampe. Ich brauche kein Licht. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles... Nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Kann das sein, dass hier irgendwie was versteckt ist im Inventar? Nein. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgetauscht. Gut. Auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Hallo, ich bin ein schleimiger Fisch und heiße Klitus. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles. Hey! Ich brauche kein Licht. Hey!
Wie kriege ich die Scheiß? Diskette. Los, stures. In Elysium werde ich diesen Krempel nicht mehr brauchen. Ja, das weiß ich selbst. Das ist nicht mein Fehl. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Bol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Als wenn das jetzt so leicht war. Ich hätte einfach mit ihm reden müssen. Berechnet er damit, dass er so dämlich ist und das gibt... Okay, der ist so ähnlich wie Rufus. Das ist sowas natürlich. Boah, ey. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. So. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Ja, easy. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Was ist denn hier klingen? Zurück zu Goal. Aber hier hinten ist da auch noch was. Oder kann ich da jetzt gar nicht mehr hin zum Turm? Hier gibt's doch noch einen Kran, eine Gabel, ein Lamm, Wellenfenster, Kurbel, Hupe, Tümpel, Tonne mit Wasser. Zum Zaun, Ausgang. Ich spare mir meine... Hä?
Hier gibt es bestimmt. Aber ich habe ja hier irgendwie eine Lampe bekommen. Die Lampe muss ich ja auch für irgendwas benutzen können. Das strahlt schon genug. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Und diesmal zu Go. War jetzt nicht schwer. Da muss man jetzt nur logisch denken. Na, jetzt muss ich wieder hier raus, weißt du? So, die Lampe. Natürlich führt der Weg jetzt raus. Wer hätte auch mit was anderes gerechnet? Kann ich eigentlich irgendwas mit diesem Haken jetzt machen? Ich spare mir meine telekinetischen. Komme ich auch gar nicht durch, oder? Genau, was ich brauche, um den Zaun zu öffnen. Von Hand wäre das sicher nicht so einfach gegangen. Als wenn. So, nochmal. Wo geht's denn hier hin? Auswahl. Au, die nicht. Die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Komm ich hier rein? Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Aber wir haben hier einen Haken. Das ist ein Avialflansch. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Wie anders gehen? Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Ja. Puh, muss ich die Lampe vielleicht hier hinhängen? Das ist ein Weichenritzel. Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Ja, ich nicht. Was bringt mir das denn hier alles? Ich habe hier einen Haken. Ich habe hier
Müllberg? Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgetauscht. Ja. Komm, Fischi, Fischi. Oh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Das ist ein Avialflansch. Ach so, das ist jetzt irgendwie ein Umkehr oder so, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier noch nicht weiterkomme. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir können doch bestimmt jetzt mit dem Strohhalm hier irgendwie hinschwimmen. Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ja, und der Strabber solange niemand... Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Warte mal. Kann ich irgendwie eine Zuckerwatte an dem Stab machen? Diese andere, die es da noch gibt. Candy Shop. So, Hebel. Das war jetzt die normale. Jetzt steht er auf geschmacklos. Und jetzt nochmal das andere. Jetzt steht er auf Kalzium. So. Und jetzt nochmal zurück. So, zum Turm. Hinter den Turm gehen wir jetzt. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im... Okay, dann ist da nichts mehr drin. So. Komm, Fischi, Fischi. Puh. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Puh. Er sieht sie. Okay, das geht nicht. Kann ich nicht irgendwie in den zweiten Rufus irgendwie rufen? Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Die zweite. Wo ist eigentlich das Kaugummi? Ich habe es nicht nötig, in meine alten Ja, das wäre super krass. Aber solange... Ha. Ich spare mir meine... Ganz schön tief und hell, könnte am Kernreaktor da unten
zurück komme ich nicht. Kann ich theoretisch nochmal einen Kaugummi nehmen? Aus dem Automat. Ist wohl nichts mehr drin. Ich hab noch. Okay. Hier ist überall nur eine Phosphorspur. Die Lichter haben nichts zu bedeuten. Es bringt mir nichts, dahin zu laufen. Da kann ich eh nichts machen, glaube ich. Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Ja, war klar. Das Einzige, was ich kann, ist hier zurücklaufen. Aber jetzt ist halt die Frage, was kann ich tun? Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Gut, auf ein neues. Ach nee. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach allem schmecken. Ich sollte vorsichtiger werden. Brauche ich hier nochmal diese Phosphor-Ding? Ich krieg schon wieder Hunger. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube und nicht zwei Autos weiter. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Wie bescheuert. Ganz schön tief und hell. Ich würde einfach erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.